Ja, jetzt stehen wir vor deinem Jung- und Alttischlag. Das heißt, die Jungen sitzen unten, werden unten gereist, siedeln dann um auf die Alttierabteile. Welche siedeln denn um und werden gute Junge, bei dir ist ja spitze geflogen sind als Jungtiere schon, werden das auch gute Alttauben? Oh, das ist, denke ich, vom deutschen System kaum möglich. Wir haben bei uns 5 Jungtaubenflüge. Diese 5 Jungtaubenflüge, die gehen Preisflüge wohlgemerkt, haben Gott sei Dank auch 5 Vorflüge, sodass die Tauben 10-mal in den Express könnten. Zwischendurch ist ja aber Folgendes, in diesem Jahr ganz extrem, ich würde behaupten, 2/3 der Züchterschaft hatte Jungtaubenkrankheit. Die Tauben kommen keine 10-mal in den KB. Folglich kann ich daraus keine Schlüsse ziehen. In Belgien ist es eine ganz andere Situation. Die haben nur Winterzucht. Ja? Da werden die Jungtauben von Mai bis Ende September vollgeschickt. Die Jungtauben werden auf 20, 25 Flügen. Ja? In der Regel ist das so, man kann sagen, 15 bis 20 Flüge bis zu 600 Kilometer bei den Jungtauben. Denn diese Jungtauben in Belgien und Holland, das sind ja fast unsere Jährigen. Die werden geboren in der Regel um Weihnachten. 25. November ist Anpaarung. Ja, das ist das große Thema in Belgien, ja schon seit Jahrzehnten. Und die Jungen sind halt älter, die Jungen werden verdunkelt, die Jungen, die werden belichtet, ja. Bei mir ist es so, hier ist kein Licht, ja, und ich habe keine Lust zu verdunkeln. Und trotzdem hast du ja sehr gute Erfolge gehabt dieses Jahr mit den Jungen, warst bis zum 4. Flug erster in der Weltmeisterschaft. Bis einschließlich 4. Flug lag ich an erster Stelle, trotz Verdunkler etc., ja, und habe dann gesagt, okay, das reicht jetzt. Okay.